Oberpfalz. Die Oberpfalz ist ein winzig kleiner Flecken auf diesem Planeten. Und so manches Mal schon habe ich mich gefragt, ob es wirklich derselbe Planet ist, wo der ganze Rest drauf ist. Von da jedenfalls bin ich her. Birkenbäume sind Schweine, sie sauen das ganze Jahr. Da kannst du zeitweise nicht mal dein Auto drunter stellen, wegen dem klebrigen Zeug, das runtertropft. Und wenn andere Bäume im Herbst auf einen Schlag ihre Blätter verlieren, dann zieht sich das bei Birkenbäumen über 2 Monate. Und jeden Tag musst du die Straße zusammenkehren, wegen der Nachbarn. Wie ich ausgezogen war, hat es kein halbes Jahr gedauert, dann hatten die Eltern die Birkenbäume umgenietet. Den Brunnen am Marktplatz hat ein Schwandorfer, der in München Arzt gewesen ist, nach seinem Tode der Stadt vermacht. Die hat ihn an den oberen Marktplatz hin betoniert. Daraufhin ist das Bekleidungsgeschäft und die Zoohandlung Friedel pleite gegangen, weil dann niemand mehr hat parken dürfen. Der Schwandorfer Kirchturm hat auf der einen Seite 2 Uhren. Dass vom Marktplatz her 2 Leute gleichzeitig auf die Uhr schauen können, so hat man mir erklärt. Die Brauerei Schmidt ist die letzte Brauerei auf Schwandorfer Stadtgebiet. Zu WAA-Zeiten haben sie den Polizisten hinterm Bauzaun anlässlich eines Ministerbesuchs mal das Bier spendiert. Das hat ihnen ein riesiges Graffiti quer über beide Häuser eingebracht, das noch zu sehen war, als die WAA schon lange nicht mehr gebaut wurde. Einmal ist etwas passiert in Schwandorf. Damals hat der König gemeint, eine Atomfabrik hinbauen zu müssen, nach Schwandorf. Da haben dann alle protestiert, außer die, die eine Karriere in der Partei haben machen wollen oder die zufällig eine Baufirma gehabt haben. Als der Bauplatz besetzt worden ist, haben die alten Frauen Kuchen gebacken und ihn den Besetzern in den Wald getragen. Und große Leiber Bauernbrot haben sie hinausgebracht und zentnerweise Würste. Die Bauern haben ihre Höfe aufgemacht. Und in den Scheunen haben dann die Autonomen aus Berlin im Stroh schlafen dürfen. In Berlin spricht man heute noch davon. Alle sind glücklich, wenn sie an das Schwandorfer Stroh denken und an die frischen Blutwürste. In Schwandorf denkt man nur noch selten an die Berliner Chaoten. Man ist froh, dass man wieder seine Ruhe hat und geht zum Baden ins neue Freibad, das von den WAA-Ausgleichszahlungen gebaut worden ist. Gut, danke. Die nächste Frage, woher, aus welcher Ecke unseres Landes, bitteschön. Grüß Gott. Hallo. Hallo. Ja? Ja, Sie sind dran. Mein Name ist Burger Georg aus München, Sindling. Ich habe folgende Frage, ja. Es ist noch überhaupt nicht geklärt, wo kommen die Chaoten überhaupt her? Ich möchte hier einen Beitrag leisten, den ich bestimmt weiß, ja. Die Bürger sind zum Teil ausgekaufte DDRler, ja, das möchte ich mal ganz klar sagen, die man zwischen 40 und 80.000 Mark gekauft hat. Nicht qualifizierte Arbeiter, die in Sozialwohnungen leben bei uns, ja. Gehen Sie am Bauzaun, gehen Sie vorne hin, wo Demonstrationen sind. Sie werden den Dialekt der DDRler hören, ja, und die kommen nur organisiert hier an, mit Fahrkarten und Geld in der Tasche. Und da gibt es ganze Gruppen, die fahren rum und organisieren und laden diese Leute ein. Das möchte ich hier einmal gesagt haben. Die Mutter ist froh über die vielen Polizisten in Schwandorf. Da ist man gut geschützt. Auch wenn sie jetzt alle 2 Wochen zur Polizeistation hinaus muss, weil sie wieder ihren Führerschein nicht dabei gehabt hat, wie sie kontrolliert worden ist. Doch die jungen Polizisten sind sehr freundlich und die 20 Mark Strafe hat sie auch noch nie zahlen müssen. Im Habermeyer-Haus war früher ein Elektroladen.
Doch das Haus ist abgebrannt. Der Salah hat es angezündet. Der Salah, das war ein Nazi. Ein Spinner, haben die Leute gesagt. 4 Menschen sind damals verbrannt. 3 Türken und ein Deutscher. Da hat es dann eine Demonstration gegeben und 500 Leute sind hingegangen. Der Bürgermeister hat nicht hingehen können zu der Demonstration, weil sonst nur zu leicht der Eindruck hätte aufkommen können, die Stadt sei ein Hort des Neonazismus und man müsste sich gegen eine solche Tendenz wehrsetzen. Der Habermeyer hat dann am Stadtrand eine Halle gebaut. Da verkauft er jetzt wieder sein Elektrogerät. Den Hutladen habe ich, solange ich in Schwandorf gewohnt habe, nie bewusst gesehen, obwohl er mitten in der Stadt liegt. Ich weiß immer noch nicht, wie er heißt. Das Hosenkaufen ist wegen der großen Auswahl fast überall ein Graus. In Schwandorf ist es einfacher. Da geht man in den Laden hinein und sagt, ich möchte bitte eine Jeanshose. Es gibt in dem Laden nur von einer Firma Jeanshosen. In 3 verschiedenen Farben und in allen Größen. Da muss man sich dann nicht so lange entscheiden. Eine Hose kostet 60 Mark und einen Gürtel gibt es gratis mit dazu. Da kaufe ich immer gleich 2 Paar Hosen. Im Kaufhaus Paul habe ich mir früher immer meine Pommes gekauft, wenn wir am Mittwoch Nachmittagsunterricht hatten. Denn die haben nur 2 Mark gekostet. Das Kaufhaus Paul heißt jetzt Kaufhaus Frei, weil es der Bruder vom Münchner Nazi-Verleger Frei gekauft hat. Zwei Hamburger, große Pommes und 2 Mal Ketchup und eine große Cola. Judith Dostalova hat in der Tschechoslowakei Sprachen studiert, Englisch und Deutsch, sie hat aber nicht fertig studiert. Stattdessen hat sie auf der anderen Seite der Grenze in Deutschland bei McDonald's gearbeitet. Einmal ist bei McDonald's ein Mann hereingekommen und hat in tiefstem Oberpfälzisch bei mir etwas bestellt. Ich habe es aber nicht verstanden, weil er so undeutlich gesprochen hat. Auch als er es nochmals gesagt hat, habe ich es nicht verstanden. Einen Big Mac, ein Bier, hat mir die Judith mit ihrem tschechischen Akzent souffliert. Ich habe mir mit den Zähnen auf die Lippen gebissen und bin in den Aufenthaltsraum gegangen. Dort bin ich in Tränen ausgebrochen vor Lachen. Das Auto hat der Dieter Zimbauer zum 18. Geburtstag geschenkt bekommen. Das war ein großes Glück. So sind wir dann jeden Tag nach Amberg ins Neodrom gefahren, außer dienstags. Denn Dienstag Ruhetag, außer Montag oder Dienstag Feiertag. Weißt du, wenn man einen Führerschein und dann weg von Schwandorf, das ist aber echt, das ist glaube ich nicht mehr so gewesen. Das hat immer eine Menge Streiterei gegeben wegen der Polizei. Weil wer fahren hat müssen, der hat nichts trinken dürfen. Nur 3 Bier und 1 auf der Heimfahrt. Seit einiger Zeit haben sie eine Polizeischule in Schwandorf. Das ist eine Aufzuchtstation für Jungbullen. Jetzt darf man nur noch 2 Bier trinken, wenn man weggeht, weil alles, was sich nach 23 Uhr noch auf der Straße bewegt, zu Ausbildungszwecken kontrolliert wird. Und zu Ausbildungszwecken ist man dann auch ganz besonders streng. Eine Zeit lang hat kaum noch einer einen Führerschein gehabt, aber man hat sich umgestellt. Und das Weggehen hat eine ganz andere Bedeutung bekommen. Vor allem aber das Heimgehen. So habe ich bis vor kurzem gar nicht gewusst, dass man auch über die Eisenbahnbrücken ganz bequem drüber gehen kann. Das verkürzt den Nachhauseweg nämlich enorm. Die Eisenbahnbrücke über die Naab, wenn man beim Mahne war,
und die Eisenbahnerbrücke über den Bahnhof, wenn man vom Graf heimgeht. Also jetzt pass auf, das war so, also weil ich das weiß, hab mit der Harry Mike erzählt, der Mike hat es wieder mir erzählt. Hirzinger und Stahl war gemeinsam auf Sauftour am Heimweg abends des Nachts praktisch über die Bahnbrücke, wollten sie halt nach Hause, so Schwandorf Richtung Edmannsdorf. Und da wollten sie halt drüber alle beide und so auf der Hälfte des Wegs ist im Stallbau eingefallen, jetzt springe ich euch. Und das ist halt irgendwie so ein Kohleabzug. Und Stallbau ist halt auf das Ding draufgesprungen und fällt unglücklich und bricht sich irgendwie das Knöchel. Naja, der Hirzinger natürlich hinterher und hat den Stallbau gerettet. Und dann haben sie gemeinsam mal geschleift bis zum Asylantenwohnheim und haben dort so einen Bulldog geklaut für so kleine Kinder. Und jetzt gerade in den Stall war auf dem kleinen Bulldog heimgeschoben. Das war echt traumhaft gewesen, das war irre gewesen. Da, wo jetzt die Zwick ihren Laden hat, war vor 20 Jahren mal das Kino drin gewesen. Als die Zwick in ihren Laden eingerichtet hat, hat sie sich eine imposante Galerie von Panoramatapeten an die Wände hinkleben lassen, wohl im Gedenken an das alte Kino. Seit damals dann hat sich nicht mehr viel geändert. Und was sich vom Sortiment in den 20 Jahren nicht hat verkaufen lassen, das findet sich heute noch. So die original 70er Plastiksporttaschen. Wohl tausende Male gewissenhaft abgestaubt. Nur die Klammern, mit der die Preisschilder befestigt sind, haben schon ein wenig Flugrost angesetzt und die Schrift ist auch schon fast verblasst. 13,50 Mark. Die Uhr, unter der der Graf Sepp sitzt, ist gar nicht die richtige. Die richtige hat er einer Amerikanerin geschenkt, die sich die Uhr unbedingt eingebildet hat. Die Amerikanerin war die Frau vom Manager vom Radisson Plaza Hotel in Miami. Dort hat der Graf Sepp dann Urlaub machen dürfen. Der Vater von Graf Beck heißt Josef, genauso wie er selbst und auch so wie sein Sohn, der, wie er mir gesagt hat, seinen Sohn auch wieder so nennen wird. Durch eine gewisse Familientradition und dadurch, dass das jetzt schon seit 3-4 Generationen die Regel war, dass der Sohn Josef heißt, hat sich das so weiter vererbt und ich finde die Familientradition hervorragend und Josef ist ein internationaler Name. Ich meine, das kann Sepp sein, das kann Jupp sein, Yusuf oder Joseph oder egal oder irgendwas. Also ich finde den Namen auch schön, aber das Wichtige ist das, dass der von einer Generation auch irgendwie auf die andere weiter vererbt wird, gerade wenn man überlegt, dass das Lokal ja jetzt auch schon seit 200 Jahren an dem Platz steht. Am Stammtisch sitzen alle beieinander. Der Schullehrer, der Künstler, der Schweißer vom Benteler und der Wirt, der früher einmal deutscher Amateurmeister im Halbschwergewicht war. In allen Wirtshäusern, in denen der Odermeier verkehrt, kann man Chitans kaufen, denn der Odermeier ist ein starker Raucher. Beim Spund hat früher die halbe nur 1,90 Mark gekostet. Und auch heute kann man dort immer noch zu jeder Zeit das Bier flaschenweise zum Mitnehmen kaufen. Dazu muss man nicht mal in die Wirtsstube. Vom Gang aus drückt man auf eine Klingel, worauf sich eine Durchreiche öffnet. Ohne den Kopf der Wirtin zu sehen, bekommt man da sein Bier herausgereicht. Ich habe eins da, zufälligerweise, ganz erstaunt, wenn man es jetzt. Das habe ich gestern verfasst und nicht ins Reine geschrieben. Depressionsfröhlichkeiten heißt es. Sachte wird das Schaf gemolken, in der Stube sitzen Leute, schauen gemeinsam auf die Wolken, wissen nicht, was sie bedeuten. 40.000 Maulgeschwulste labern der geliebten Aphrodite, deren Götterbote Hoden frohte. Homer zog, leider kann ich nicht mehr weiterlesen, ja, 30.000 Bleichgesichter sitzen sich gegenüber, reden über hier und da, weshalb und warum. Wer stellt die Frage? Wer stellt die Frage? Keiner, aber der eine sollte doch in einer Form,
derselbe sein, wie er vor Tagen war, als er noch zeugungsunfähig, also noch zeugungsfähig war. Ja, die da, die Zeit, mir, wessen, selb und ja, gib, nimm, innen drin, guten Tag, was soll denn das? Guter Freund, gib und nimm und kauf dir ne Maß. Den Vater hat es gewurmt, dass der Sohn ihm immer seinen Pils wegtrinkt. Und der Vater dann zwei Tage, bevor der Biermann kommt, vor einem leeren Kasten steht. Für das Problem wurde eine pragmatische Lösung gefunden. Der Sohn bekam ab da immer einen eigenen Kasten Nabecker Helles mitgekauft. Dafür musste er dann die Finger von Vaters Bier lassen. Das war in meinem 16. Lebensjahr. Die Schülermitverwaltung hat sich jahrelang mit großem Einsatz dafür stark gemacht, dass ein Kaffeeautomat angeschafft wird. Doch der Schuldirektor war der Meinung, der übermäßige Genuss des koffeinhaltigen Heißgetränks würde der Gesundheit seiner Schützlinge abträglich sein. Für die Theatergruppe in der Schule ein Plakat machen dürfen. Die Frau Wördemann, Deutschlehrerin, hält einen Vortrag vor der Klasse über Grundlagen der Plakatgestaltung. Als Beispiel, wie man es nicht machen darf, wählt sie mein Theaterplakat. Um ein Haar wäre es das gewesen, mit meinen noch jungen Ambitionen ein Künstler zu werden. Der Leo hat einige Heldentaten geleistet. Die Heldentaten tragen Namen wie Poison Idea, Giant Sand, Kramer oder Superjunk. Sie waren Konzerte in der alten Mälzerei. Dort sind wir ein Teil der Subkultur gewesen, hautnah. Der Leo hat uns die Subkultur auch in Form von Platten gebracht, die er sich aus Amerika oder Neuseeland bestellt hat. Sachen, die man woanders in Deutschland erst ein Jahr später bekommen hat. Nach der Schule hat der Leo einen Plattenladen aufgemacht. Er verkauft seine Sachen über Katalog im ganzen Land und hat jetzt auch ein Funktelefon. 0171. Der Zinnbauer Peter hat einen Ring durch die linke Augenbraue und einen durch die Lippe. Für nach dem Abitur hat er schon eine Zivildienststelle beim Malteser Hilfsdienst. Die wildesten Punk-Konzerte habe ich in der Oberpfalz gesehen. Wenn da einmal im Jahr eine Band aus Amerika gekommen ist, dann ist Blut geflossen. Nach dem Konzert in Takatuka zu Killersee, dort ist vor ein paar Jahren eine Frau umgebracht worden, darum heißt es so, bis in den Morgen hinein am Feuer Bier trinken. Ich weiß überhaupt nicht mehr, worüber wir damals geredet haben könnten. Das Nabecker Bier ist das beste Bier auf der Welt, da sind sich alle einig. Da kann man in einer warmen Sommernacht neben einem Neonazi friedlich das getrunkene Bier wieder in den Kiesweiher hineinbieseln. Während man sich über Autos unterhält. Man muss sich gar nichts weiter dabei denken. Turn the ugly light off, God. Wanna feel the night. Every day it shines down on me. Don't you think that I see? Don't you think that I see? What it's all about. Hard to look the other way while the world passes me by and everyone is trying to bum me out. Bye.
Mein Bruder ist mit meinen Eltern in den Urlaub nach Jugoslawien gefahren. Ich habe auf seinen Hund aufpassen dürfen und aufs Haus. Ich habe mich ganz toll gefühlt, als der Biermann gekommen ist und 14 Kästen Nabecker in die Garage hineingestapelt hat. Es war eine schöne Zeit. Nur dass dann die Panoramascheibe zum Garten hin kaputt war, weil der Bauer Stefan nicht hat aufpassen können, wie er zum Pinkeln ist. Den Hund vom Bruder haben wir 2 Jahre später einschläfern lassen müssen. Wir haben ihm dann vor der Garage ein Grab geschaufelt. Die Katja hat von ihrem Onkel, einem Archäologen, einen 40.000 Jahre alten Schädel geschenkt bekommen. Der muss mit uns die Abwesenheit der Eltern feiern und für einige kleine Scherze herhalten. Life is hard, and so am I. You better give me something, so I don't die. Mit einem Bier in der Hand Auto fahren. Die Boxen, die fast die ganze Größe des Kofferraums einnehmen, sind mit dem Radio verbunden, das die Signale aus München hört. Der Zündfunk präsentiert die Welt amerikanischer Underground-Kultur. Es ist dieselbe Welt, von der man auch ein Teil ist. Den Würstelverkauf übernehmen die Männer vom Kirchenchor. Man muss an der Kasse zahlen und bekommt dann einen Pappteller, wo auf der Rückseite draufgeschrieben ist, wie viel Würste man bekommt. Mit dem Teller geht man dann zum Würstelbrater und dort kriegt man das, was man bezahlt hat. Beim Bär war ich früher oft, stets unter Beobachtung einer Verkäuferin, die einen durch die Gänge verfolgt und aufpasst, dass man nichts klaut, von wegen kindlicher Unschuld. Wie das Plakat vom langzurrten Leuteanpisser Söllner ausgerechnet in den Laden von der Kreuzerin hineinkommt, ist ein Mysterium. Aber vielleicht hat sie ihn ja beim letzten Mal mit seinem Mercedes Cabrio über den Marktplatz fahren sehen. Das versöhnt. Die Bushaltestelle vom Gymnasium, von der Jungen- und von der Mädchenrealschule. Wer beim Grafenbeck noch ein Bier bestellt, muss sein vorhergehendes ausgetrunken haben, weil man sein Bier wieder ins selbe Glas bekommt. So kann man dann seine eigenen Bakterien selber wieder fressen. Der Otto Wahlbrunn war der Direktor vom Gymnasium. Darum hat er nur noch eine Klasse unterrichten müssen. Wir hatten ihn in der 11. in Erdkunde. Da haben wir dann das ganze Jahr die Geotektonik der Oberpfalz gemacht. Weil darüber hatte der Herr Wahlbrunn mal ein Büchlein geschrieben. Und eine Exkursion haben wir auch machen dürfen. Das war einen Tag, bevor mein Bruder geheiratet hat. Die Klos in der Schule waren nach Norden raus und weiß gekachelt. Da war immer so ein magisches Licht. Und sicher waren sie auch, weil die Lehrer hatten ihr eigenes Klo. Der Werner arbeitet bei der Telekom in München. Er hat einen ferngesteuerten Hubschrauber, der 3.500 Mark gekostet hat. Der Christoph ist von zu Hause abgehauen mit 17. Als er wieder zurückgekommen ist, hat er nach Weiden auf die Fachoberschule für Gestaltung gehen dürfen. Später hat er in Nürnberg gewohnt und in Darmstadt. Jetzt hat er in Wackersdorf im Keller von dem Haus, in dem einst die BBI, später die DWK drin war, sein Büro. Von dort aus verkauft er Heilkräuter für Pferde. In
Im neuen Parkhaus kostet das Parken nur eine Mark. Das Parkhaus hat einen Namen, es heißt Venushügel, was ein schöner Name ist für ein Parkhaus. Also das weiß ich nicht, warum das Venus heißt. Aber auf jeden Fall ist es ganz gut, auch das Parkhaus. Ja, ich meine, Parkmöglichkeiten mit dem Schwandorf Siegteich, da hat man eigentlich davor bloß gerade den Volkfestplatz. Wenn man dann irgendwo in der Stadt zum Einkaufen gemessen hat, wo man bis da rumlaufen will. Und jetzt hat man ein Geschäft gleich da, ein paar Meter rein. Also ich finde es ganz gut, ich fahre alles da. Also überhaupt keine Beanstandung, also mir passt das schon. Ja, die Ausfahrt da wegen, dass man da, wenn man da ein größeres Auto hat, muss man schon aufpassen, dass man nicht am Fallenweg kommt oder was. Aber so im Großen und Ganzen ist das schon hervorragend. Der Opel Kadett ist ein sehr solides Auto. Schon viele junge Schwandorfer hat er erfolgreich zum Autofahrerleben hingeführt. Und nur wenige haben sich trennt. Wenn es warm war, sind wir manchmal zum Fronberger Autobahnbrückel rausgefahren. Da ist mitten im Wald eine schmale Brücke über die A96. Da konnte man wunderbar laute Musik aus dem Auto hören und sich über die Wirtschaftskrise in Amerika unterhalten, während man Bier getrunken hat. Hinter dem Schwammerling ist ein kleines Waldstück. Dorthin konnte man sich prima zurückziehen, anstatt zum Tanzkurs zu gehen. Das Tanzen hat man so natürlich nicht gelernt, aber es war eine schöne Zeit. Narbeck ist ganz idyllisch am Berg gelegen. Man hat von dort aus einen wunderbaren Blick auf die Schornsteine vom Bayernwerk. Aber das Beste an Narbeck ist die Narbecker Brauerei, weil dort wird das wichtigste Bier auf der Welt gemacht. Die Eisdiele gibt es schon immer. Früher war sie am unteren Marktplatz neben der Disco Schickeria. Im Winter sperrt die Familie Pellegrin ihre Eisdiele zu und fährt nach Italien. Und im Frühling sind sie dann wieder da. Genau wie die Zugvögel. Beim Pellegrin sitzen, ein Spaghetti-Eis essen und darauf warten, dass alle Stunde das neue Glockenspiel auf dem unteren Marktplatz die Bayernhymne spielt. Schwandorf ist in der ganzen Welt. www.schwandorf.de Der Odermeier ist ein kantiger Kauz mit roter Nase. Er wohnt in einem uralten Bauernhaus direkt am See. Er ist auf die Kunstakademie nach München gegangen vor 30 Jahren. Danach ist er nach Schwandorf zurück und hat dafür gesorgt, dass es in Schwandorfer Wirtshäusern Calvados gibt und Chitan. Mit dem Einfall, unser Dorf soll schöner werden, das war erst das Tollste. Und die da Preise gekriegt haben, die dürfen Kosten überhaupt nicht mehr aufnehmen. Weil da hat es eine Kommission gegeben, da haben im Dorf, glaube ich, 3 Misthaufen haben das sein müssen. Jetzt haben sie halt die Bauern, die haben Misthaufen praktisch keine mehr gehabt. Ne? Die haben dann wieder machen müssen, so pro forma, dass da Misthaufen ist, wenn die Kommission kommt. Und ansonsten ein unsägliches Zeug, die Dorfverschönerung, das hat die dürfen nur einen Rest geben. Bis zu meinem 12. Lebensjahr war die Adenauer Brücke über die Eisenbahn die längste Brücke, die ich je gesehen hatte.
wie die Bauplatzbesetzung geräumt worden ist, ist meine Mutter mit mir durch den Tagsöldener Forst in Richtung Bauplatz marschiert. Wir haben uns aber verlaufen und haben den Bauplatz nicht gefunden. Dafür hat uns ein Hubschrauber gefunden und uns aus der Luft verfolgt. Der hat uns wohl für besonders gefährliche Terroristen gehalten, wie wir uns da abseits des eigentlichen Geschehens verdächtig im Wald verstecken wollten, getarnt als Mutter mit Kind. Irgendwann sind wir dann auf eine Hundertschaft in Kampfanzügen gestoßen. Die wollten als erstes den Personalausweis von meiner Mutter sehen, aber die hat ihn nicht herzeigen wollen. Der Führer von der Mannschaft hat dann nach langer Diskussion davon abgesehen, die Personalien aufzunehmen. Der hat uns wohl für harmloser gehalten als sein Kollege der Hubschrauber. Ist bloß der Toni. Der ist jetzt in New York. Dort hat er eine Nigerianerin geheiratet. Stil echte amerikanische 10-Minuten-Hochzeit, City Hall, New York City, New York. Jetzt hoffen die beiden auf eine Green Card. Nach einer Lehre als Fotolaborant in Hamburg hätte er gerne Fotografie studiert, aber sie haben ihn nicht genommen. Aldi gibt es überall, man sieht sie gar nicht mehr, sie sind einfach da. So, das muss jetzt aber lange, das waren jetzt 30 Mal oder sowas, was ich jetzt gelesen habe. When you're growing up in a small town, when you're growing up in a small town, when you're growing up in a small town, you say, no one famous ever came from here. When you're growing up in a small town,